Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir sind in der Salzwasserhöhle, auf dem Weg ein seltsames Muster zu finden, das genauso aussieht wie das, was Fragezeichenman auf seinem Reliktfragment hat. Und somit vielleicht ein Weg ins verborgene Land zu finden. Bisher läuft dieser Dungeon ganz gut, aber ich lerne aus meinen Fehlern. Ich werde jetzt nicht sagen, dass der Dungeon ja so easy ist. Der könnte ja ruhig auch noch mal ein bisschen anziehen. Den Fehler habe ich bereits in... Es war in der Zukunft. Also jetzt in-game. Lol. Ich bin Zeitreisender. Ich weiß schon, dass ich in der übernächsten Folge diesen Fehler machen werde. Alter! Ich hasse die Genauigkeit in diesem Spiel. Ich hatte echt im Kopf... Jetzt mal im Ernst. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die ist besser als ein Super Mystery Dungeon. Aber seit ich von der Woche zurück bin, wo ich so weg war, Super Mystery Dungeon gespielt habe. Willst du mich eigentlich... Alter. Danke. Seit ich von da zurück bin, habe ich das Gefühl, hat sich dieser Fluch auf den Teamhimmel übertragen. Der jede 8.500. Attacke trifft. Fluch. Triff. Ja, ein Treffer. Uff, Belastung. Genauigkeit sinkt, das heißt natürlich, erst gehen wieder 17 Attacken ins Nichts. Sehe ich das richtig? Junge, was soll denn das? Was soll denn das? Wie soll ich denn dieses Spiel ernst nehmen? Gib mir die Treppe, please. Oh, ich treffe. Ja, Überraschung, Fragezeichenman nicht. Ich auch nicht. Fragezeichenman auch nicht. Alter, jetzt muss aber wer treffen, bitte. Danke. Ist logisch. Plauderguy, du hast einen Job. Okay, den Job hat er ja ganz gut hinbekommen. Ich hab das Scheiß. Nee. Ihr wisst, ich hab keine Belebersamen. Ich hab 3-4 Belebersamen. Das war ja auch erst diese Ebene. Ich habe nicht die Belebersamen, um hier jetzt sowas zu machen. Ach, stimmt, ich werde jetzt natürlich wieder die ganze Zeit verfehlen. Ach nee, ich habe getroffen. Hier oben muss die Treppe sein. Schön, dass du deine Verteidigung geboostet hast. Blöd nur, wenn man dich jetzt mit Spezialattacken angreift, ne? Wow. Also, ich habe insgesamt 3 Belebersamen für das gesamte Finale des Spiels. Ich hoffe, das nimmt mir echt keiner übel, wenn ich hier sage, da reset ich eine Ebene. Wir sind ziemlich weit ins Innere der Höhle vorgedrungen. Hey, Plauderguy, kommen wir der Stelle näher, an der wir das Muster gesehen haben? Wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Allerdings, wie schon gesagt, hier schritt für uns auch diesem bosshaften Pokémon entgegen. Ja, und wir müssen vorsichtig sein und die Augen offen halten. Aber wir müssen nicht mehr weit gehen, also lass uns am Ball bleiben, Schminter. Hallo, Anschlag. Au. Ups, sorry. Hey. Lange her, ihr Opfer. Ah, oh, ihr seid dieses nette Team, nicht wahr? Willst du mich verarschen, Plauderguy? Wozu lebst du? Ist das hier das Reliktfragment? Das ist ein Stein. Ich nehme das an mich.
Hey! Jetzt wirst du schon zum zweiten Mal deswegen ausgeraubt. Hey, du lernst eben nicht, so viel steht fest. Hey, warte jetzt mal! Ich kann dem Ganzen hier nicht folgen. Warum seid ihr hier? Wir haben keinen von Team Strahl gesehen, seit ihr bei der Expedition plötzlich verschwunden seid. Doch. Ich war um euer Wohlbefinden besorgt, aber plauder dein du Dummer! Alter, ich will diesen Typen. Kann ich den Typen... Hier ist genug Wasser. Kann ich den nicht ertränken? Ich bin Elektro-Pokémon. Warum geht nicht einfach Donnerblitz? Besorgt was? Euer Gilde ist voller gutgläubiger Trottel, die darauf warten, geschröpft zu werden. Hä? Dein Verhalten und deine Sprache sind auf einmal so ungehobelt. Plaudergei? Bitte, versuch nachzudenken. Sie haben die Gilde verarscht. Sie sind Spastis. Team Totenkopf besteht aus einem Haufen von Gangstern. Was? Stimmt das? Was noch? Man muss schon ganz schön behindert sein, um sich so lang täuschen zu lassen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Danke, Zubat. Du sprichst genau aus, was ich gerade dachte. Naja, jetzt haben wir das Reliktfragment. Jetzt müssen wir nur noch zum verborgenen Land gehen. Holt euch doch die Augen aus, ihr Schwächlinge. Ja, einfach gehen lassen, was sonst. Ah! Ah, diese Miesen, mich zum Narren zu halten. Damit werden sie nicht durchkommen. Ich werde ihnen zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Okay, Plaudergei. Ey, warte, Plaudergei. Er ist weg. Plaudergei war so aufgebracht. Ich hoffe, dass ihm was zustoßen wird. Ich meine natürlich, dass ihm nichts zustoßen wird. Und wir müssen auch noch das Reliktfragment vom fetten Stinktier zurückholen. Wir sollten uns auch beeilen. Ja. Team Skull mischt auch jetzt mit. Aber was Team Skull angeht, kommt, finde ich, eh noch die größte Enttäuschung des ganzen Games. Vielleicht sogar der Grund, weshalb ich letztendlich doch noch die 3DS-Teile bevorzuge. Auch wenn man ehrlich sagen muss. Okay, nee. Kann man diskutieren drüber. Teilweise war das in Super Mystery Dungeon nicht anders. Unterseits war ja genau das Erste, was mir über den Weg läuft, ist ein Dragonier. Ja, erzähl das deiner gelbgefleckten Oma, Alter. Schön, dass du nicht mehr zurückschreckst. Back dir ein Eis. Töte ihn, Fragezeichen, man. So, die ersten Viecher hier, Hammer. Und du bist hoffentlich jetzt auch... Ne? Ach so. Stimmt. Habe ich wirklich damit gerechnet, nicht zweimal zu verfehlen? Oh, cool. Ziel der Ebene. Komm. Zweite Ebene. Ich habe keine Ahnung, wie lang die untere Salzwasserhöhle ist. Aber ich habe irgendwie im Kopf nicht so lang wie die obere. Und ich wollte diagonal laufen. Oh, das ist nicht schlecht an sich von ihm. Mein Donnerblitz macht ihm jetzt nichts mehr, dadurch, dass er ein Bodentyp geworden ist. Ich will aber nicht sagen, dass der Pflanze dadurch nicht weniger schadet, ne? Ah ja. Ah, sehr gut. Der Einzige, der die Treppe bewacht, ist eingepennt. Und Fragezeichen-Man greift trotzdem erstmal an. Danke dafür. Also, sehr klasse drauf wieder heute. So, ich hätte nichts dagegen, wenn es so schnell weitergeht, wie am Anfang des ersten Teils. Das ist dann oh mein Gott, ein Walross! Ein Walross! Ein Walross! Wenn ich jetzt Fragezeichen mehr treffe, wird das problematisch. Okay! Stimmt, ich hätte ihn so oder so getroffen. Mann, ich darf jetzt doch... Ich kann nicht angreifen.
Alter, ich hasse in diesem Spiel... Oh, die Verwirrung ist rum. Das Problem in diesem Spiel ist, dass die Verwirrung gefühlt jedes Mal 17,5 Stunden anhält. Nein! Stop it! Stop it! Okay, no risk, no fun. Danke. Hätte ich verfehlt, wäre vermutlich ziemlich kacke. Okay, hier haben wir die Treppe. Weiter geht's. Saven. Ich bin übervorsichtig. Meine Belebersamen reichen nicht, Leute. Uff. Wie gerne hätte ich jetzt gerade Ladungsstoß. Das glaubt man mir nicht, wie gerne ich die Attacke hier gerade hätte. Ich sollte vielleicht ein bisschen öfter Tackle benutzen. Der ist nicht unbedingt schlecht in dem Spiel, muss man ehrlich sagen. Okay, nächstes Walross, aber es stellt sich sehr unpraktisch hin für sich selbst. Tackle-Energieball und schon ist die Sache gegessen. Junge, Angeberei ist so ein... Fragezeichen, man. ...69. Ich weiß, dass das riskant war. Belebersamen? Mann, ich hab mir mal so eine Hoffnung. Ey, nee. Wer von euch irgendein Wallreiser? Sind das zwei Wallreiser? Mhm. Hilfe, ich will Ladungsstoß. Okay, machen wir es so. Fragezeichen, man, auf das Ding da. Okay, reicht sogar mein Hit. Okay, meine Hoffnung war eigentlich, dass das... Oh, das Scheiße, ich bin dumm. Ja, es ist ein One-Hit. Ansonsten hätte ich einen Belieber. Und das mit der Treppe ist jetzt auch wieder ein Gag, oder? Die war direkt beim Spawn. Weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die untere Salzwasserhöhle nicht länger ist als die obere. Vielleicht wieder 10 Ebenen oder so. Tackle. Noch einer reich. Load State. Der neueste ist dieser hier. Ist das jetzt gerade dein Ernst? Legit landet das Ding Crit. Und ich werde auch jetzt... Ich werde später, wenn wir wirklich beim Finale sind, auch nicht wegen jedem verlorenen Belebersamen resetten. Aber ich kann mir echt nicht leisten, die alle schon jetzt zu verlieren. Ansonsten werde ich das Finale nicht schaffen. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Level up. Jedes Mal hoffe ich auf Ladungsstoß. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das überhaupt per Level-Up kommt oder ob man dafür TM-Glück braucht. Wäre mir ganz recht, wenn hier Fragezeichen man auch nochmal. Also, ich will auf jeden Fall das Ganze hier heute abschließen, die Salzwasserhöhle und die ganze Story drumherum. Oh. Gott, Alter. Alter, sei doch nicht so unnötig. Hau ist kaputt, danke. Aber Fragezeichen Man hat schon verdammt starkes Moveset, muss ich sagen. Also wenn ich mich über irgendwas echt nicht beschweren kann, dann darüber.
Das Walross wird zwar aufwachen, aber ich bin weg! Ja! Saven. Salzwasserhöhlengrube. Scheiß Name. Nun, wir sind tief hinabgestiegen, aber wir haben weder zu Plauderguy noch zu Team Skull aufgeholt. Aber dieser Ort, es ist furchtbar heiß und feucht hier. Hey, ich hab da drüben eine Stimme gehört. Gehen wir, Schmünter. Oh. Oh, es ist Team Skull. Was mit euch geschehen, Leute? Nee, seid ihr von einer geheimnisvollen Gruppe von Gegnern angegriffen worden? Hast du das vorher sehen können? Wäre hilfreich gewesen, das zu wissen. Nicht, dass es uns erzählt hätte. Skunk Tank, alles okay mit dir? Wir sind eurer Gnade ausgeliefert und du fragst mich, ob wir okay sind. Wie eklarregend großzügig könnt ihr Trottel denn noch sein? Wir lassen niemanden zurück, wenn er verletzt ist. Eure Sorge zielt ins Leere. Wir kommen wieder auf die Beine. Dieser aufgeblasene Plauderguy hat mich genug geärgert, damit ich durchhalte. Hey, was hat Plauderguy getan? Das hat er getan. Dieser Plauderguy kam erst lange nachdem wir getötet wurden vorbei, als er uns am Boden liegen sah. Da beschimpft er uns mit einer Reihe sehr gewählter Worte. Okay! Wie kann ich mir das vorstellen? Du Gesäßöffnung! Urinieren Sie sich hinfort! Nach seiner Schimpftirade ging er seines Weges, was er über uns gesagt hat. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich sehe immer noch rot. Ich schäme so sehr vor Wut, dass ich auf keinen Fall hier aufgeben will. Ich komme hier raus und wenn ich kriechen muss, damit ich diesen miesen Plauderguy heimzahlen kann. Aber bei längerem Nachdenken, wir waren am Aufgeben, als dieser Plauderguy mit seiner Schimpferei uns rettete. Aber auch wenn er sagt, ihr werdet gerettet worden. Ihr seht aus, als hättet ihr immer noch starke Schmerzen. Von Natur aus. Wenn man aus Furzgasen besteht, was erwartest du? Nesmorgon! Wir waren all die Zeit gemein zu euch. Unseretwegen musstet ihr ein paar ziemlich beschissene Dinge durchmachen, aber ihr zwei könnt euch immer noch dazu durchringen, um Leute wie uns zu sorgen. Ja, ihr habt uns mit der einen oder anderen Sache wirklich wütend gemacht. Aber wenn wir euch so am Boden liegen sehen, können wir nicht einfach... Doch, können wir! Tschüss. Hey, das Reliktfragment. Ups, das ist sonst gar nicht meine Art. Das Reliktfragment ist mir aus der Hand gerutscht. Und ich kann mich immer noch nicht bewegen. Jetzt wirst du es wohl zurückstehlen. Skunk Tank. Ich hab das Reliktfragment nur aus Versehen fallen lassen. Du kannst es jetzt aufheben oder auch nicht. Skunk Tank, danke. Wofür der Dank? Beim nächsten Mal greifen wir wieder auf die alten Tricks zurück, um es mit euch aufzunehmen. Naja, verschwendet nicht eure Zeit damit, euch um uns Sorgen zu machen. Ihr solltet euch lieber Sorgen um Plauderguy machen. Ja, das stimmt. Wo ist Plauderguy hingegangen? Er ist tiefer hinuntergegangen, er ist hinter diesen Gegnern her. Zwei solltet euch beeilen und hinterher. Danke, Skunk Tank. Wir gehen tiefer hinein und nehmen es mit ihnen auf. Skunk Tank, sieh zu, dass du dein Team herausbringst und nicht aufgeben. Ja, ich verbitte mir die Bevormundung von Team Totenkopf. Skull. Wir müssen gehen, Schmünter. Und das ist das, was ich wirklich blöd finde. Man hat das ganze Spiel über so ein böses Team, auch wenn sie ein Teil des Spiels ruhig waren. Aber man bekommt keinen richtigen Kampf gegen das ganze Team. Nur am Anfang das Tutorial gegen Zubat und Smogon und das ist ja gar nichts. Also, das fand ich wirklich immer ein bisschen schade. Ihr beide könnt euch bewegen. Nein. Die hat bis jetzt zerlegt, haben mich betort. Das war's also. Wir geben bestimmt einen schlimmen Anblick ab. Aber Boss, mir gefällt's, wie du das bis zum Schluss für dich behalten hast. Dass du auch eine gute Seite hast. Du hast dich rehabilitiert.
Klappe halten. Aber ehrlich gesagt, Boss, sollte man dazu noch was sagen? Klappe zu. Und sie sind tot. Hey, Plaudergei. Ihr beide, seid wachsam. Sind ganz nah bei uns. Ich konnte ihre flüchtenden Umrisse erkennen, als ich sie verfolgte. Als ich an diese Stelle kam, hatte ich sie schon aus den Augen verloren. Sie müssen hier irgendwo lauern. Aber es scheint hier nichts zu geben, wo man sich verstecken kann. Was ist das? Eine seltsame Vorahnung. Da sind nur Felswände um uns herum. Das, was ich aus dem Augenwinkel von Ihnen gesehen habe. Ich bin kurz davor, mich zu erinnern. Das ist es! Als Sie mich das letzte Mal angegriffen haben, Sie erschienen aus dem Nichts, aber tatsächlich kamen Sie... Man sieht das Pokémon nicht. Ein Kabutops auf dem Topscreen. Fragt euch, Mensch, Winter, pass auf! Sie sind über uns! Was? Und die beiden Amoroso. Ich bin Kabutops. Und wir sind die Brüder Amoroso. Ein Eindringling muss eine Lektion erteilt werden. Nehmt das! Plaudergei! Was? Hier, damit lasse ich euch nicht davonkommen! Was haltet ihr davon? Dieser Held hat seine Kameraden mit seinem Körper geschützt. Das ist eigentlich voll dumm. Hör ich einer mich? Kabutops, diesen großen, dieser große Held war schon mal hier. Wir haben ihn auf die gleiche Weise umgeklatscht. Das hat er schon zum zweiten Mal gemacht. Dafür muss man schon ganz schön dumm sein. Sagt, was ihr wollt! Diese beiden sind unsere besten Rekruten. Ich lasse nicht so, dass ihnen etwas zustößt. Plaudergei. Tot. Plaudergei. Ihr seid als nächstes dran. Fresst meine Scheiße, ihr Pisser. Das war die beste Ansage, die ich je einen Bossgegner hab machen lassen. So, Bosskampf. Gut. Und deswegen sagte ich auch, dass ich glaube, gute Pokémon dabei zu haben. Ich denke, ich weiß nicht. Ah, warte! Warte! Was laber ich? Es ist scheißegal, wenn ich anvisier. Donnerblitz trifft beide! Geht auf beide! Die beiden machen keine richtigen Angriffe, sondern hauen Neutral raus. Oh, One-Hit auf Amoroso, was? Was ist denn dieser Kampf? Der ist so... Ich war mir sicher, dass die... Das macht der nicht mal... Hä? Was ist denn los? Das ist... Hallo, Fragezeichen, man. Du kannst auf... Was ist denn dieses Amoroso da drüben? Fug. Aber wenn ich... Ich weiß nicht, ob ich Kabutops töten... Nein... Oh, es greift mich an. Scheiße. Sinelbeeren hab ich mehr als genug. Das ist nicht das Problem. Sache ist die. Fragezeichen Man wird auf jeden Fall angegriffen. Wenn ich Glück habe, greift Kabutops auch ihn an. Nein, aber voll dumm! Wo wir gerade von dumm reden, sag mal Fragezeichen, Man. Dir ist schon klar, dass das Ding Schutzschild hat, oder? Nein, es ist nicht. Die greifen nur mit ihren neutralen an. Oh, scheiß Megasauger, aber der juckt mich nicht so sehr wie dich. Das! Nimm ihn raus! Wie viele Leben hat Fragezeichen, Man? Er tankt das nicht. Ich tank aber noch einen. Donnerblitz! Easy! Mann, hab ich den gerockt, den Kampf. Richtig gute Teamkombination dafür gehabt. Donnerblitz hat
komplett vernichtet. Nur Ladungsstoß wäre noch krasser gewesen. Damit hätte ich alle drei vernichtet mit einem Angriff. Vielleicht sogar Amoroso beide in der ersten Runde raus. Das war ein sehr guter Kampf. Zerstört. Plaudergei. Plaudergei, bist du okay? Halt durch. Plaudergei. Diese Stimme, Gildenmeister. Knuddeluff und auch Reptane. Gildenmeister. Ja, auf einmal kommt wieder die ganze Gilde. Oh, Reptane! Was macht Reptane beim Gildenmeister? Nur gleich später, das hier ist wichtiger. Plaudergei. Hey, das ist übel, Plaudergei ist tot. Okay, eigentlich gar nicht so übel. Donnerwetter, er ist tot. Plaudergei, bist du okay? Bist du verletzt? Mir geht's gut, ich bin gesund und munter, wie ihr seht. Plaudergei, es tut mir leid, Plaudergei. Wäre ich doch nur früher gekommen. Bitte mach dir keine Vorwürfe, Gildenmeister. Aber das ist so erniedrigend, von denselben Gegnern besiegt zu werden. Schon wieder. Das ist nicht wahr, Plaudergei. Als wir letztes Mal hierher kamen, wurdest du sofort K.O. geschlagen. Deswegen wirst du dich kaum erinnern können. Aber damals, als die Bande von Kabutops sich auf uns stürzen wollte, hast du mich vor einer Attacke beschützt, Plaudergei. Was? Gleich danach habe ich mir die Bande von Kabutops vorgeknöpft. Wenn du nicht gewesen wärst, um die Attacke aufzufangen, Plaudergei, ich wäre auf der Stelle zu Boden gegangen. Ohne Plaudergei hätte es für mich übel ausgesehen. Das ist wirklich geschehen. Plaudergei, du bist mein unverzichtbarer Partner. Es ist eine Ehre für mich, diese Worte zu hören, Gildenmeister. Es macht mich zu einem sehr glücklichen Pokémon. Tot. Ah, er ist tot. Leute, entspannt euch. Das ist so übel, Reptile. Ey, chillt euer Leben. Ja, er wird durchkommen. Ihm bleibt noch Zeit. Schafft ihn zur Gilde. Okay, gehen wir alle zur Gilde zurück. Nein, wir werden Plaudergei zurück zur Gilde bringen. Aber ihr Schmünter und Fragezeichen-Man und du, Reptile, ihr müsst weitermachen. Aber macht euch keine Sorgen. Und außerdem, wenn ihr jetzt nicht weitergeht, dann hat der Plaudergei sich für nichts und wieder nichts vor euch geworfen. Kann er sich nächstes Mal nicht vor den Zug werfen? Ich meine, dieses seltsame Muster liegt vor uns. Beeilung. Danke, Knuddeluff. Wir werden weiter vorangehen. Lasst uns gehen, Fragezeichen, Mann und Schmünter. Okay, gehen wir, Schmünter. Viel Glück, findet das verborgene Land. Und das war das letzte Treffen mit der Gilde vor dem Finale. Reptane, woher wusstest du, dass du uns hier finden würdest? Knuddeluff hat mich hierher gebracht. Was, Knuddeluff war das? Das stimmt, Knuddeluff hatte nach mir gesucht. Sobald er mich gefunden hatte, bat er mich mitzukommen. Er sagt, ihr werdet kurz davor, das verborgene Land zu finden. Es war praktisch, denn ich wollte sowieso wieder zu euch stoßen. Wieder zu uns stoßen? Was meinst du das etwa? So ist es. Ich habe alle notwendigen Zahnräder der Zeit eingesammelt. Juhu, jetzt müssen wir noch zum verborgenen Land gelangen. Lass uns also den Ort mit dem seltsamen Muster finden. Er hat 5 der 6 Zahnräder der Zeit, Leute. Wer es nicht weiß, habe ich schon mal erzählt. Es gibt anscheinend 6. Oh, hier ist Wasser. Warte mal, das ist Meerwasser. Pisswasser, Wurstwasser, Gurkenwasser. Sieh mal, Schmünter. Der Höhlenausgang öffnet sich weit zum Meer hinaus. Von außen konnten wir ihn nicht sehen, weil er im Schatten liegt. Das stimmt. Das Meer ist hinter den Felswänden zu sehen. Es ist fast Abend. Wir haben nicht bemerkt, wie die Zeit vergeht. Die Flut steigt bis hier durch die Spalte. Steigt bis hier durch diese Spalte in der Wand. Oh, das ist... Schmünter, was stimmt nicht? Ey, sieh dir das an.
Das ist das gleiche Muster wie auf dem Reliktfragment. Ich nehme an, das ist das gleiche Muster, das Plaudergeil beschrieben hat. Lass mich mal das Reliktfragment hervorholen. Und was genau jetzt geschieht, sehen wir in der nächsten Folge. Lasst ein Like da, wenn ihr Cliffhanger feiert. Ein Abo, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Und für die, die es nicht wissen, beim nächsten Mal kommt auch wohl einer der geilsten Soundtracks im Spiel. Ciao.